Cedric ist doch auch ein Hartz-IV-Name, aber total. Naja, ich finde, es kommt drauf an, wie man es ausspricht. Entweder man sagt Cedric oder man sagt Cedricki. Das war's mit der konstruktiven Kritik. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge First Dates. Meine Damen und Herren, heute wieder ein junges Pärchen. Hatten wir ja lange nicht mehr. Ich kann diese Rentner eh nicht mehr sehen. Es reicht, Leute, es reicht. Nein, Spaß. Aber wir haben heute mal wieder jung. Ich habe nur gesehen, 18 Jahre alt. Ja, schon wieder fast zu jung für First Dates. Es sollte bei First Dates, finde ich, so eine Altersgrenze geben. So erst ab 21 oder so, wisst ihr? Weil alles drunter ist doch eh Quatsch, Digga. Lebe erstmal dein Leben. Egal, wir gehen rein ins Video. Link zu First Dates, wie immer. Link zu RTL Plus, meine ich. Wie immer in der Videobeschreibung. Dort findet ihr First Dates und alles andere, alles, worauf ihr Bock habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin halt... Oh, wartet mal kurz. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. Also ich bin Eva. Ich bin 18 Jahre alt. In meinem Alter ist es schwierig, einen Jungen kennenzulernen. Ich habe schon oft erlebt, dass sie dann ja, ein bisschen verarschen oder dann da noch ein Mädchen haben und dann viel sagen, ja, ich mag dich doch so gerne, aber das dann gar nicht so meinen. Oh, du bist 18, sie ist noch in ihrem Hannah Montana Film, Digga. Ruhig machen, langsam machen, hey. Boah, ich glaube, Eva will mir was sagen. Und man dann immer so sich voll die Hoffnungen macht und dann auf einmal, wusch, ist es weg. Oh. Hallo. Hallo. Hi. Ich freue mich. Ist natürlich krank. Ich bin da. Was machst du im Leben? Ich mache jetzt gerade die Ausbildung zur Erzieherin. Bin im dritten Jahr. Kinder, und, oder? Ja, genau. Ich arbeite gerade in einem Kinderheim, ja, wo nur Jungs sind. Und es ist mega cool. Es macht echt so Spaß. Also ich liebe diese Herausforderungen, diese Auseinandersetzungen mit denen. Und was hast du denn da in den Haaren drin? Glitzer. Das ist so ein Glitzersträhnchen. Gefällt auch den Kindern sicher, oder? Oh, ich bin jetzt der Tannenbaum bei denen. Ja. Nee, also ich finde ihn cool, ja. Erster Eindruck. Sie macht einen netten Eindruck. Aber sie ist noch sehr jung. Ob sie jetzt bei First Dates die Liebe ihres Lebens finden wird, ist natürlich die Frage. Aber gut. Wie alt war ich, als ich zu First Dates gegangen bin? Ich war so alt, wie ich jetzt bin, also 25. Ich habe immer noch kein Datum für meine Folge. Leute, langsam, ich drehe selber durch. Es muss jetzt eh irgendwann kommen. Also ich sag maximal noch 1 bis 2 Monate. Länger darf es nicht dauern. Sonst läuft da irgendwas schief. Hallo, mein Name ist Rico. Wenn ich mich beschreiben müsste, dann würde ich sagen, ich bin ein sehr lockerer, offener Typ. Sympathisch. Ich bin aber auch sehr wählerisch, würde ich sagen. Vielleicht sogar zu wählerisch. Oh, hallo. Oh, weiter geht's. Ciao. Servus. Hey. Hi. Servus. Rico. Genau. Hast Lust? Ja, natürlich. Dann bitte. Hi. Hi. Ich bin die Eva. Wir? Eva. Hi, ich heiße Rico. Hi. Eva. Schöner Name. Zu mir. Also die Begrüßung, die war... Ich kann den Rico gar nicht einschätzen. Der ist irgendwie big, aber irgendwie auch so... Senpai. Kann ihn gar nicht einschätzen. Stand da schon, was er beruflich macht? Ja, es war sehr schnell und gut, ja. Hab mir schon einen Lilly jetzt gerade bestellt. Oha, geh noch näher ran mit Kopf. Was war das denn? Tschüss. Guck mal, ich hab das noch nie getrunken, dann nehme ich einmal genau dasselbe wie die Eva. Eva sieht sehr gut aus, also hat sehr gut gepasst. Wie bist du hergekommen? Ich komme aus Neumarkt. Das ist so Nürnberg, Regensburg, kennst du das? Jetzt weiß ich, an wen sie mich erinnert, liebe Freunde. Einfach Lisa Küppers. Mach jetzt, guck mal, Dennis macht jetzt ein Bild neben ihr von Lisa Küppers. Einfach 1:1, wirklich 1:1 sind Zwillinge, Schwestern. Einfach Lisa. Cheers. Dankeschön. Also Eva, wunderschönes Date. Ja, ich hoffe auch. Wir haben es direkt auf Anhieb gut verstanden. Haben wir gar keine Startschwierigkeiten gehabt. Es hat perfekt geklappt. Ich glaube, der hat ein bisschen Respekt vor Eva. Der hat so ein bisschen, der wollte so reinkommen, so ein bisschen auf dicke Hose, so ein bisschen, ne? Der wollte auch erst so diese, ne, Lilly bestelle ich auf jeden Fall nicht. Ich bin Junge. Und dann hat er so gemerkt, ah, warte mal, scheiße, ich bin gerade auf einem Date und sie gefällt mir. Ich passe mich dann einfach der Eva an und ich bestelle dann, ich würde es dann auch nehmen. Ich glaube, er fühlt sie schon sehr und deshalb nimmt er sich gerade so ein bisschen zurück. Er ist so ein bisschen, ich glaube, er ist ein bisschen ruhiger, als er im Real Life ist. Ich glaube, im Real Life ist er so ein bisschen, checkt ihr? Ich glaube, in der Schule, oder? Mit 18? Nee, ich bin schon in der Ausbildung zur Erzieherin. Ah, okay, cool. Bin im dritten Lehrjahr jetzt schon. Sind ja aber insgesamt 5 Jahre. 5 Jahre lang?
Das habe ich nicht gewusst. Ja. Kurz zu der 5-Jahres-Sache. Das finde ich auch echt krass. Ich wusste nicht, dass Erzieher eine 5-jährige Ausbildung haben. Wie cringe ist das denn? Für was brauchst du denn 5 Jahre Ausbildung? Ich check schon, man muss diese Basics und so. Es gibt wirklich wichtige Punkte, die man wissen muss. Aber am Ende des Tages musst du in allererster Linie ein guter Mensch sein, der gut mit Kindern umgehen kann und sich kontrollieren kann. Also, wisst ihr, wie ich meine? So, klar, es gibt diese Basics, so und so und so. Du darfst nicht dies, du darfst nicht das. Hab Respekt gegenüber dem Kind, auch wenn das Kind keinen Respekt dir gegenüber hat, ne? Aber 5 Jahre, Bro! Chill! Mach 2 Jahre auf locker und dann gib gutes Gehalt und nicht diese 5 Jahre, 600 Euro, 500 Euro, keine Ahnung, was kriegt man als Erzieher? Im ersten, oh, krass. Im ersten Ausbildungsjahr verdienst du anscheinend einen Taui. Im zweiten 1200 und im dritten Jahr 1300. Steigung haben die auch nicht gelernt, ne? Aber hier sind es anscheinend nur 3 Jahre. Ja, okay, 1340 ist doch gar nicht mal so beschissen. Als Erzieherin verdienst du netto 18.384 bis 25.000 im Jahr. 25.000 durch 12. 2.000 Euro netto, was man rauskriegt auf Hand, oder? Und du arbeitest mit Kindern schon. Ja. Dann will ich bestimmt ja auch mal Kinder haben. Ja, voll. Du? Ja, auf jeden Fall. Ja, also auch Familienplanung. Und ja, jetzt noch, ne? Jetzt sind wir ja noch jung. Ja, aber irgendwann kommt bestimmt noch. Na, und dann Junge oder Mädchen? Das ist mir voll egal. Hauptsache ist gesund. Echt? Ja. Ich will keine Tochter. Was? Hä? Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Spricht er das Thema, warum will er jetzt keine Tochter? Bro, was ist mit ihm? Warum willst du denn keine Tochter? Wenn die dann ihr erstes Date hat, dann drehe ich wahrscheinlich durch als Vater, denke ich. Echt jetzt? Bist du da nicht so, wo du sagst, ja komm, lern erstmal Leute kennen? Nee. Aber warum sagt er das? Weil er selber vielleicht nicht so der anständige Junge ist, ne? Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon, Rico. Natürlich, wenn ich deine Tochter habe, dann liebe ich die genauso wie einen Sohn. Aber wenn ich es mir raussuchen könnte, würde ich einen Sohn nehmen. Ich habe es vielleicht schlecht ausgedrückt. Ja. Es war sehr schlecht ausgedrückt, um ehrlich zu sein, liebe Freunde. Ich verstehe seinen Gedanken dahinter, aber das so beim ersten Date auszusprechen, schwierig. Wenn die danach zusammen sind und sich lieben, dies, das, jenes, dann, Bruder, erklär ruhig, mach deine Erklärung, dies, das. Aber, nee. Und ich hasse es wirklich, wenn jemand eifersüchtig ist, so krass. Ich fühle mich auf jeden Fall darin wieder. Glaube ich, sie hat ja auch gemeint, humorvoll und nicht eifersüchtig. Ich glaube, das kann ich alles erfüllen. Bist du eifersüchtig? Eifersucht, ich finde, Eifersucht gehört auch dazu, weil das zeigt ja dann auch der Person, der mag nicht wirklich. Ja, aber es darf nicht krank. Ich hol die Nummer hier hin. Ich habe die Nummer hier hingeholt. Nur wenn man in einer Beziehung ist, heißt es nicht, dass man nicht mehr feiern geht. Ja, aber dann erwarte ich von meiner Freundin natürlich auch, dass sie dann halt natürlich auch Körbe verteilt. Ja, das ist ja klar, was wäre das. Oder halt auch nicht mit irgendwelchen dann tanzt oder so. Der Bruder ist maximal eifersüchtig. Der sagt gerade diese, ja, ein bisschen Eifersucht ist gut und so. Aber der ist eifersüchtig. Das ist einer, der gibt dir eine Ansage. Bevor du in den Club gehst, der gibt dir eine dumme Ansage. Du machst so und so und so und wer und dies. Ich sag's euch, wie es ist. Und einmal die Backe. Ja, ich glaube, er hat gesundes Maß gemeint, weil ich es gesagt habe. Und ich glaube, er kann schon eifersüchtig sein. Ich glaube, es ist auch... Eva, ja, sie checkt's. Wenn man mit ihm weggehen würde, das war auch so ein Punkt, wo ich dachte so, Unsicherheit. Also ich glaube, das ist nicht die gesunde Eifersucht bei ihm da. Ja. Was hörst du eigentlich so für Musik? Ich mag voll gerne Techno irgendwie. Oh, echt jetzt? Ja, oder so House. Er geht auf Malle. 1.000.000%. Wette ich fast mal. Also, ich würde meine silberne Werbetrinkflasche hier, die würde ich da drauf verwetten. Ohne Deckel aber, weil den finde ich nicht mehr. Das finde ich zu aggressiv manchmal. Dieses dünst, 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 dünst. Ja, sowas, das höre ich halt persönlich nicht. Hörst du Malle Musik? Ja, auch so die, was die. Also keine Schlager. Da bin ich völlig. Hörst du Schlager? Oh, ja, schnell. Gar. Ich habe meine Dose drauf verwettet und ich darf sie behalten. Dann bleibst du bei mir, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen und verschiebe nichts auf morgen. Vom Musikgeschmack her gab es schon einige Gegensätze. Also, es war jetzt nie blöd für mich, sondern es war, jeder macht sein eigenes und das ist ja auch gut. Es ist ja blöd, wenn jeder das Gleiche macht. Ich muss euch zwei auch echt mal kurz ein Kompliment machen. Ja. Ihr seht so schön zusammen aus. Danke schön. Das ist echt. Danke. Passt richtig gut. Danke.
dachte mir schon so, oh, das ist schon... Wie süß, der Rico konnte gerade gar nicht mit dem Kompliment umgehen. Es war gerade auch irgendwie einer zu viel. Das ist süß, dass ihr das gesagt habt. Dann denke ich mir, okay, macht schon guten Eindruck zusammen. Man hat ja auch viel gelacht. Das ist schon schön zu hören, ja. Das zeigt auf jeden Fall, dass wir für andere sehr gut rübergekommen sind. Wir sind ja auch beide blond und groß und ich kann mir das schon vorstellen, dass es von außen schon gut aussah. Gut verdeckt. Direkt mal zu mir. Echt, auf das. Also hier lade ich auf jeden Fall ein. Ja, natürlich. Das ist sehr nett, das ist wirklich sehr nett. Danke dir. Ist schon gentlemanmäßig. Also ist schon schön, als Frau eingeladen zu werden. Ich glaube, da weint keine Frau darum, dass sie nichts hat. Nee, fand ich sehr nett von ihm. Habe ich mich sehr gefreut. Macher. Reif? Alter, das sieht da richtig kacke aus. Das ist geil. Das ist voll cool. Wir verbinden uns. Einfach nur, ja. Ich fand die Stimmung in der Fotobox, die war einfach mega vertraut. Rummachen. Komm, auf Malle machst du auch nichts anderes. Komm, schnapp sie dir jetzt. Ich bin schon länger kennen als jetzt einen Tag oder zwei Stunden. Ich bin übrigens unfotogen, also ich finde, sie sehen echt besser als auf Bildern. Also das fand er, glaube ich, schon schön, dass wir dann zusammen da saßen. Ja, ich hatte jetzt auch keine Hemmungen, also er ist ja wirklich ein ganz Lieber. Genau. Wir haben jetzt die Haare abgeschnitten. Darf ich bitte ein Glitzerhaar haben? Natürlich, du kannst dir eins abschneiden, wenn du willst. Bitte. Also das mit der Strähne, das hat mich schon überrascht. Und er wollte leider keine von mir, aber... Dafür haben wir ja das Schloss bekommen. Wie macht man die fest? Wie Extensions oder was? Ich check's noch nicht ganz. Aber wird schon funktionieren. Ein Schloss für euch. Danke. Ich habe mich echt mehr gefreut, weil wer kriegt nicht schon so mal so ein Schloss? Also ich bin happy. Ja, sehr cool. Ja. Sehr schön. Tschüss. Okay, danke. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ihr könnt ja mal jetzt reinschreiben, ob ihr denkt, dass ich und mein Date ein Liebesschloss bekommen haben. Schreibt's mal rein. Ich darf ja nichts leaken, aber ratet mal, liebe Freunde. Und wie fand's Date? Ja, ich fand's sehr schön. Also du hast sehr viel geredet, was ich schön fand, war sehr offen. Auf jeden Fall. Man hatte immer irgendwas zu lachen, war sehr cool. Und natürlich haben wir das. Das Liebesschloss kriegt nicht jeder. Ja. Ja, ich fand's auch mega. Kannst du dir dann ein zweites Date vorstellen? Ein zweites Date? Möchtest du? Also ich will auf jeden Fall eins. Ich würde auch noch mal gerne ein zweites. Wie süß sie gerade gefragt hat. Ein zweites Date? Möchtest du? Also du kannst hier ankreuzen, ja, nein, vielleicht. Und dann kommen wir ja weiter schon. Und das Schloss müssen wir auch noch irgendwo anbringen. Ja, sag mir, also. Gut. Ja gut, schauen wir mal, was aus den beiden geworden ist. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, sie korbt ihn auf locker, aber ich konnte sie das ganze Date über nicht einschätzen. Für Rico und Eva ging es vorerst auf WhatsApp, auf Snapchat und schließlich auf Instagram weiter. Ob sie es auch analog zum zweiten Date schaffen? Bro, was? Hä? Das ist eigentlich kontraproduktiv. WhatsApp, dann Snapchat und dann auf Insta schreiben? Also eigentlich ist ja so, okay, man schreibt über Insta, dann... Vielleicht Snap und wenn es close wird, dann tauscht man Nummer aus. Bei denen ist genau andersrum. Aber gut, die jungen Menschen da draußen, gell, die haben heutzutage alle Snapchat und so einen Scheiß, gell. Ich nutze ehrlich gesagt Snapchat nicht wirklich, liebe Freunde. Also gar nicht. Privat nutze ich es gar nicht. Wir laden da jetzt auch so ein bisschen so Highlight-Videos und so hoch. Weiß ich nicht, ob das schon passiert. Aber Snapchat ist gar nicht meins. Ich habe da nie Gefallen dran gefunden. Weiß nicht warum. Vielleicht ändert sich das ja noch irgendwann. Vielleicht wird Snapchat für mich ja irgendwann noch cool. Keine Ahnung, liebe Freunde. Aber süßes Date. Ja, also süßes Date. Er hat mich kurz ein bisschen mit dieser er will kein Mädchen und so, hat er mich kurz aus der Bahn geworfen. Aber alles schön und gut. War halt seine Meinung so, ne? Ja, morgen 14 Uhr, liebe Freunde. Könnt ihr gerne wieder einschalten. Hier kommt jeden Tag um 14 Uhr ein neues First Date Video. Hier oben ist irgendwo die First Dates Playlist verlinkt. Also falls ihr euch gerade eh gemütlich gemacht habt, könnt ihr gerne ein bisschen weiter gucken. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Bis dahin, haut rein. Ciao. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erst eine Woche, perfekt Match aus meiner Gegend. Kasperstraße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.